Hallo und herzlich willkommen zum Lightful Soul Podcast. Ich bin Alissa, Mindset Coach und Gründerin von Vibrosa und ich habe diesen Podcast ins Leben gerufen, damit du dein eigenes Licht in dir erkennst und es in die Welt trägst. Für mich ist es jedenfalls glasklar, dass du und ich lichtvolle Wesen sind, die unsere Welt zu einem besseren Ort machen können, indem sie es zum Leuchten bringen und es mit anderen teilen. Gerne nehme ich dich mit auf meine spirituelle Reise, um dich zu inspirieren, für dich selbst und für deine Träume loszugehen. Denn du hast es verdient, ein sinnerfülltes und leichtes Leben voller Erfolge und Magie zu führen und ich möchte dich darin bestärken. Dafür teile ich mit dir alles, was mir für deinen Weg wertvoll erscheint und mir und anderen bereits geholfen hat. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge. Hallo, hallo, schön, dass du mit dabei bist. Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute spreche ich mit dir über den Nummer 1 Grund, warum wir unsere Ziele nicht erreichen. Die eine Sache, die uns davon abhält und die so zäh ist wie ein Kaugummi, die uns gefangen hält in alten Mustern. Und diese eine Sache ist die Angst. Die Angst ist eine Emotion und wir nehmen sie manchmal gar nicht so wirklich wahr als Angst. Also ich spreche jetzt nicht über eine Phobie wie Spinnen, sondern wir sprechen über Ängste, die Emotionen, die eigentlich jeder von uns kennt, aber jeder nimmt sie auch unterschiedlich wahr und manchmal erkennen wir nur, dass wir in der Angst sind, an unserem Output, an unseren Mustern. Und in der heutigen Folge möchte ich mit dir über diese Muster sprechen. Also mein Ziel ist es, dass du dich besser kennenlernst und verstehst, um im zweiten Schritt zu lernen, wie du mit der Angst individuell umgehst. Denn da jeder anders auf Angst reagiert, ist es eben super wichtig, dass du erst verstehst, wie gehst du mit Angst um, wie ist dein Muster, um in der nächsten Podcast-Folge dann zu lernen, wie du die Angst überwinden kannst, welche Strategien könnten dir eben helfen. Und heute möchte ich ganz alleine dem Thema widmen, wie gehen Menschen mit Angst um? Und ich habe schon erwähnt, Angst ist der Grund, warum wir unsere Ziele nicht erreichen. Und oft beschreiben wir Angst auch anders, also nicht mit Angst per se, ich bin ängstlich, sondern es ist einfach dieses Gefühl, festgefahren zu sein, gefangen zu sein. Man fühlt sich in gewissen Situationen vielleicht gelähmt oder ohnmächtig, hat das Gefühl, man kriegt den Mund nicht auf oder man fühlt sich ausgeliefert. Und das Ergebnis von Angst, wenn du in einem bestimmten Bereich oft Angst verspürst, ist Stillstand, Stagnation, ein Teufelskreis. Das heißt, du erkennst ganz klar, okay, da habe ich keine neuen Ergebnisse, ich mache keine neuen Erfahrungen. Ich reagiere meinetwegen immer gleich in gewissen Situationen. Du hast gewisse Trigger und und wir erleben eben diese Ängste als real und mächtig. Und wichtig ist aber, dass du verstehst, dass sie unbewusst ablaufen und dass du trotzdem noch derjenige am Steuer bist, dass du immer noch die Zügel in der Hand hältst, als auch wenn es sich so anfühlt, als ob jemand dich zurückhält. Aber wir gehen ja nächste Folge auf die Lösung ein. Ich habe heute für dich 7 Archetypen, über die ich sprechen möchte. Und die erstmal, wie kamen die zustande? Die basieren auf einer riesigen Umfrage in der US. Und zwar von der Ruth Sukup. Sie hat ein Buch geschrieben, Do It Scared, also mach es mit Angst. Und es basiert also auf einer Umfrage von über 14.000 Menschen und sie hat ihnen Fragen gestellt, warum machst du gewisse Dinge nicht, obwohl du sie machen möchtest? Also sie hat über verschiedene Fragetechniken, die auch vom Psychologen mitgestaltet wurden, um eben nicht zu irritieren, hat sie versucht herauszufinden, wie gehen wir Menschen mit Angst um. Und sie hat es heruntergebrochen und festgestellt, dass es so 7 verschiedene Muster oder Archetypen gibt. Und
Über diese Archetypen möchte ich mit dir heute sprechen. Das heißt, ich empfehle dir, dass du erstmal zuhörst, dass du mal reinfühlst, mit welchen Typen kannst du dich am meisten identifizieren. Von diesen 7 Typen sind es vermutlich so 2, 3, vielleicht auch 4 Typen, wo du wirklich sagst, ja, da erkenne ich mich selbst wieder. Und wenn du möchtest, kannst du danach der Podcast-Folge gerne ein Assessment, einen Selbsttest machen. Bei der Ruth auf ihrer Homepage, den Link mache ich in die Shownotes, damit du den Selbsttest machen kannst, um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Ja, es geht da nicht darum, in die Wunde reinzudrücken, sondern natürlich als erstmal zu schauen, wo stehe ich, um im nächsten Schritt zu sehen, wie komme ich dahin, wo ich hin möchte, in welchem Bereich sabotiere ich mich noch. Genau, also ich würde sagen, wir starten. Ja, es gibt 7 Typen und ich starte mit dem, der am häufigsten vorkommt, mit dem sich fast jeder identifizieren kann, und zwar ist es der Prokrastinationstyp. Man nennt ihn auch der Perfektionist und man erkennt diesen Angsttyp daran, dass er oft und gerne Dinge aufschiebt, auf die lange Bank schiebt und sich ablenkt vor den eigentlichen Herausforderungen oder Dingen, die er sich vorgenommen hat, vor diesem Neuen, vor dieser Veränderung. Also ja, er schiebt Dinge auf, Prokrastination, du kennst vielleicht den Begriff. Und die dahinterliegende Angst ist die Angst, Fehler zu machen oder zu versagen. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Man macht das, weil man Angst hat, dass wenn man das anpackt, wenn man es versucht, dass man versagt, dass man Fehler macht. Und deswegen scheut dieser Typ Entscheidungen. Und vor allen Dingen denkt er auch lange nach, er analysiert, er besorgt sich Fakten, er liest Bücher, also es sind durchaus intelligente Menschen, eben auch Perfektionisten, der Kopf ist sehr aktiv und er kann sich schlecht festlegen, weil er eben diese ganzen Informationen hat und vielleicht auch nicht genau weiß, was er möchte. Und vielleicht auch nicht unbewusst nicht anfangen möchte, weil er eben Angst hat zu versagen. Und es sind auch Menschen, die sich oft gerne mehrere Optionen offen halten, die sich so gesehen nicht verscherzen wollen mit irgendwas und Chancen für die Zukunft offen halten möchten. Ja, vielleicht kommt dir das ja bekannt vor, muss aber nicht sein. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ich stelle dir den zweiten Angsttyp vor, und zwar ist es der Regelbefolger. Und der Regelbefolger möchte alles richtig und gut machen, denn er hat Angst vor Zurechtweisung und Autorität. Das heißt, er hält sich an gesellschaftliche Konventionen, an Regeln. Und der Grund, warum er eben Angst vor Zurechtweisung und Autorität hat, ist, dass er sich anderen oder zum Beispiel auch einzelnen Personen, jetzt nicht jedem, aber zum Beispiel dem Chef, oft unterlegen fühlt oder ausgeliefert. Also da ist diese Machtkomponente mit drin und deshalb übt er Gehorsam. Er orientiert sich an Richtlinien, an anderen Vorgesetzten, an Idolen und es ist auch durchaus ein zielstrebiger Typ. Und das Problem ist, dass er Schwierigkeiten hat, authentisch zu sein und seinen eigenen Weg zu gehen, weil er eben Angst hat, zurechtgewiesen zu werden oder vor einer Autorität. Zum Beispiel, das können auch die Eltern sein, dass man jetzt nicht einen anderen Weg einschlägt, weil man Angst hat, dass man dann von einem Elternteil oder vielleicht auch von dem Partner zurechtgewiesen wird und man sich unterbewusst, aber unterlegen fühlt und es demjenigen gerne recht machen möchte. Ja, vielleicht kennst du das? Vielleicht ist das jetzt auch nicht so dein Typ. Wir machen einfach weiter und ich stelle dir den dritten Angsttyp, den dritten Archetypen vor. Und das ist der, der es allen recht machen möchte. Eigentlich sagt es schon alles. Das heißt, er sorgt sich extrem, was andere über ihn denken, macht sich viele Gedanken darüber, möchte es allen recht machen. Warum? Er hat Angst vor Wertung und Verurteilung, also vor dem Außen. Und daher stellt er seine eigenen Bedürfnisse oft hinten an und er will keine Fehler machen. Und deswegen
scheut er sich auch davor, Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel, ja, wo gehen wir jetzt Abendessen, such doch ein Restaurant aus. Dieser Typ möchte keine Entscheidung treffen, weil er keinen Fehler machen möchte, aber nicht des Fehlers wegen, das wäre dann der erste Typ, der Prokrastinationstyp, sondern aufgrund der Wertung, also das Ergebnis, wenn es dann den anderen nicht passt und die anderen ja das Restaurant nicht gut finden. Und deshalb lässt er lieber andere entscheiden. Und daher ist er auch so jemand, der Veränderungen meidet, aufgrund eben dem Fakt, was könnten andere darüber sagen, wenn ich nicht mehr die Alte bin oder der Alte. Und er meidet Konflikte, weil es natürlich auch mit einer der größten Ängste ist, dass dann andere ihn bewerten oder nicht mehr so sehen wie davor, wenn er seine Meinung sagt. Und es fällt ihm daher sehr schwer loszulassen und auch zum Beispiel sein Umfeld zu wechseln, weil er eben sehr starken Wert darauf legt, dass die Menschen eine konstante, gute, positive Meinung und ein konstant gutes Bild von ihm haben. So, kommen wir zum vierten Typen. Der vierte Archetyp ist der Außenseiter. Ja, das klingt jetzt erstmal sehr negativ. Der Außenseiter wirkt nach außen eher angstbefreit und mutig. Es sind oft so auch Menschen, die andere bewundern, also zum Beispiel Künstler, Entrepreneure, Manager. Also die Außenseiter wirken eher mutig, gehen oft gegen den Strom, aber in sich drin haben sie diese Angst vor Ablehnung. Und aufgrund dieser Angst, von anderen abgelehnt, ausgeschlossen zu werden, vielleicht weil sie da mal die Erfahrung gemacht haben früher, grenzen sie sich stark ab. Also sie machen auf Alleingänge und sind so Individualisten mit Drive, von der Persönlichkeit meistens aber eher auch introvertiert und isoliert. Das heißt, sie ziehen sich auch dann privat oft zurück, gehen zum Beispiel im Beruf ins Rampenlicht, gehen nach draußen, aber sie brauchen auch diesen Rückzug. Und dieser Typ lehnt andere aus Angst ab. Das heißt, er lehnt auch andere ab, aber eigentlich nur aus der Angst heraus, dass er sonst, wenn er sein Herz öffnet oder sich zeigt, von ihnen abgelehnt wird. Aber da er selbst auch andere ablehnt, verstärkt er diese Isolation und unter dieser Isolation leidet dieser Typ eigentlich. Das heißt, er hat eigentlich Angst, abgelehnt zu werden, aber isoliert sich selbst und das ist so eine Negativspirale, sage ich mal. Das heißt, eigentlich möchten die Menschen natürlich auch angenommen werden, geliebt werden, aber aus Angst, dass das nicht passiert, grenzen sie sich oft selbst ab oder aus. Ja, jetzt möchte ich auf den fünften Typ eingehen, der Selbstzweifler. Der Selbstzweifler hat, wie der Name sagt, ein mangelndes Selbstbewusstsein oder Selbstwertempfinden. Das heißt, er hat seinen eigenen Wert, erkennt er nicht an. Und das aus der Angst heraus, nicht gut genug zu sein. Er hat Angst, es nicht gut genug zu machen, nicht gut genug zu sein. Die innere Messlatte ist extrem hoch, mit der er sich misst. Er hat einen negativen inneren Dialog und strebt auch oft nach Perfektion, weil er sehr hohe Ansprüche an sich hat und sehr kritisch mit sich ist, sehr streng. Und diese Menschen sind oft auch so ein bisschen verträumt, weil sie mit sich im Konflikt stehen, weil viel in ihrem Kopf losgeht. Der innere Dialog ist laut, der innere Kritiker. Und deshalb treten sie nach außen oft unsicher auf und verspüren innerlich so eine innere Unruhe, weil sie eben immer das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein und es immer noch besser machen möchten. Und dieser Typ Mensch, sag ich mal, also man kann es natürlich nicht beschreiben, du bist so, der andere ist so, aber wenn man eben diese Angst, nicht gut genug zu sein, in sich trägt, ist man ja sehr streng mit sich und infolgedessen sind diese Typen auch oft sehr streng mit ihrem engsten Umfeld, also mit dem Partner zum Beispiel oder den Eltern, oft sehr kleinlich und das einfach auch, weil sie sehr diese Messlatte
für sich selbst auch so hoch hängen, dass sie auch diese Ansprüche oft an ihr engstes Umfeld haben. Und es ist einfach auch, ja, wie ich finde, sehr interessant, sehr spannend zu wissen. Und wir gehen ja heute nicht darauf ein, wie man das dann lockert und löst, aber in der nächsten Folge. Und ich freue mich auch, wenn du da einschaltest und jetzt einfach zuhörst und dir mal Gedanken machst, ob du dich mit diesem Typen identifizieren kannst. Und ja, ich fahre dann mal fort mit dem sechsten und vorletzten Typ. Es ist der Ausredenfinder. Der Ausredenfinder will niemals Unrecht haben. Also er will immer Recht haben, so gesehen. Und er hat eigentlich Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, er will um jeden Preis Kritik und Ärger vermeiden. Und deswegen kann er sich nur schwer Fehler oder Schuld eingestehen. Er findet immer Ausreden oder Gründe, warum er dies oder das nicht so gemacht hat. Also er kann nicht die Verantwortung übernehmen, vor allen Dingen eben für Fehltritte. Er kann sich diese Schuld nicht eingestehen oder möchte es nicht. Und er drückt sich auch vor Entscheidungen. Und ja, vielleicht kennst du so Menschen, das sind welche, die immer einen Grund haben, warum sie das noch nicht geschafft haben oder warum das noch nicht geklappt hat. Und es ist ja jetzt jeder dieser Typen, das ist ja nicht böse gemeint. Es ist nur so, so hilfreich zu verstehen, auch wie andere Menschen funktionieren, wenn du jemanden kennst, der jetzt so ein Ausredenfinder ist, dass du verstehst, welche Angst steckt dahinter. Es ist eben die Angst, Verantwortung zu übernehmen. Und man könnte das ja jetzt auch weiterspinnen, weil wenn man dann die Verantwortung übernimmt für seinen Fehler oder Schuld und diese Kritik fühlt, annimmt, dann kann es ja sein, dass dahinter dann die Angst steckt, dass man nicht gut genug ist oder dass man Angst vor Versagen hat oder vor diesem einen Fehler zu machen. Das heißt, dieser Mensch hat Angst, Verantwortung zu übernehmen für mögliche Fehltritte, Fehlentscheidungen, zu sagen, ja, so war es, es tut mir leid, sich zu entschuldigen. Das heißt, sie sind oft in so einem inneren Kindsmodus, so engstirnig, dickköpfig und wollen eben keine Verantwortung übernehmen. Ja, das ist der Ausredenfinder. Und ich mache weiter mit dem letzten Archetypen. Das wäre der Pessimist. Typ Nummer 7, der Pessimist. Das sind oft Menschen, die in einem Bereich traumatisiert sind oder schwierige Erfahrungen gemacht haben. Und die Angst, die dahinter steckt, hinter dem Pessimisten, ist die Angst vor Schmerz. Das heißt, das sind oft Menschen, die sich gefangen fühlen in einer dunklen Zeit, zum Beispiel, weil sie einen geliebten Menschen verloren haben. Und sie finden sich oft in dieser Opferhaltung vor, auch wenn es ihnen manchmal gar nicht so bewusst ist. Sie fühlen sich hilflos und ausgeliefert, haben das Gefühl, es wird nicht besser. Das heißt auch, Selbstsabotage ist ein Thema, negative Erwartungen betreffend der Zukunft. Sie haben oft Zukunftsängste und weil sie eben negative Erwartungen an die Zukunft stellen und denken, dass sie diesen Schmerz nicht überwinden können, ist es oft diese selbsterfüllende Prophezeiung, weil dadurch wird es nur schleppend besser, weil es ihnen sehr schwer fällt, eben positiv zu denken, zuversichtlich zu sein. Und sie sind auch oft im inneren Kindsmodus und in dieser Opferhaltung. Und es fällt ihnen schwer, die Verantwortung und die Schöpferkraft wieder zu übernehmen, weil es eben oft mit Traumata zu tun hat und mit sehr, sehr tiefen, einschneidenden Erfahrungen, die sehr geprägt haben, wo man vielleicht auch noch tiefer rangehen sollte, um diese Blockaden und Ängste aufzulösen auf unbewusster Ebene, wenn man sich eben vorfindet, dass man hier noch stark blockiert ist und sich ausbremst. Aber natürlich kann man auch mit dieser Angst umgehen und kann lernen, mit ihr zu leben und sie zu transformieren in eine Stärke, in eine Kraft, wie auch bei jedem anderen Typen. Und ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, von welchen Typen ich heute gesprochen habe, dass du noch mal kurz priorisierst, wo findest du dich am meisten wieder? Ist es Typ 1, der Prokrastinationstyp, der Dinge auf die lange Bank schiebt und das eigentlich nur aufgrund der Angst, Fehler zu machen oder zu versagen?
Typ Nummer 2, der Regelbefolger, der Angst hat vor Zurechtweisung und Autorität und deswegen ja, sich an Richtlinien und die Konvention hält und möglichst alles so ausführt, wie es vorgeschrieben ist. Ist es Typ Nummer 3, mit dem du dich gut identifizieren kannst, der es allen recht machen möchte? Wie der Name schon sagt, versucht, seine eigenen Bedürfnisse hinter die der anderen zu stellen, weil er Angst vor Wertung und Verurteilung von den anderen, vor allen Dingen von geliebten Menschen, hat. Typ Nummer 4, der Außenseiter, der sich selbst abgrenzt, isoliert, weil er Angst vor Ablehnung hat, nach außen aber oft angstbefreit wirkt und mutig, tief in sich aber diese Angst hat, nicht dazu zu gehören oder abgelehnt zu werden. Typ Nummer 5, der Selbstzweifler, hat einen negativen inneren Dialog, strebt nach Perfektion, ist sehr streng und kritisch mit sich und deshalb auch mit dem engsten Umfeld und dahinter steckt die Angst, nicht gut genug zu sein. Typ Nummer 6, der Ausredenfinder, findet immer eine passende Ausrede und will niemals Unrecht haben, weil er Angst vor Kritik und Ärger hat. Und dahinter steckt die Angst, die Verantwortung zu übernehmen. Und der letzte Typ, der Pessimist, der Angst vor Schmerz hat und diesen Schmerz zu fühlen und zuzulassen und sich daher oft selbst sabotiert und in so einer Art Opferhaltung wiederfindet. Ja, so, wir sind durch mit den 7 Archetypen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich finde es super spannend, immer zu verstehen, auch wenn du mit anderen zu tun hast. Und das hoffe ich natürlich, weil wir Menschen sind ja soziale Wesen. Wenn du jemanden kennst und dich vielleicht immer gefragt hast, warum grenzt er sich oft so selber ab? Und du fühlst vielleicht, dass er eigentlich eher Anschluss sucht und sich so sehr wünscht, geliebt und aufgenommen zu werden, dass du verstehst, welche Angst dahinter steckt und natürlich auch für dich selbst erkennst, was ist mein Muster, mein Umgang mit Angst. Und diese Muster, die sind wie so ein Kaugummi, wenn du reintrittst und sie halten dich so gefangen und sagen, nein, bleib noch in deiner Komfortzone, bleib doch noch ein bisschen, weil wir eben Angst oft haben vor dem Outcome, wenn wir eine Veränderung angehen, was könnten die anderen sagen? Oder wir fangen erst gar nicht an, weil wir denken, wir sind nicht gut genug, wir sind noch nicht bereit, wir müssen erst noch dies oder das erreichen. Das wäre dann der Selbstzweifler. Ich muss erst noch so und so viel Kilogramm wiegen oder dieses Zwischenziel erreicht haben, um mit meiner Nachricht nach draußen zu gehen. Oder weil man eben zum Beispiel sich noch in einem dunklen Kapitel befindet, weil man Angst hat, diesen Schmerz zuzulassen, weil man vor ihm flüchtet im Alltag oder weil man immer Ausreden findet, warum man jetzt seinen Podcast oder dies oder das noch nicht gestartet hat, weil man Angst hat, die Verantwortung zu übernehmen und Angst vor Kritik hat. Und ja, lass mir gerne dein Feedback da. Ich werde dir zur heutigen Folge einen Instagram-Post machen. Ich habe einen eigenen Kanal für diesen Podcast unter Lightful Soul in einem Wort unterstrich Podcast. Und wenn du mich findest, dann lass mir gerne deine Gedanken zu dieser Folge da. Ich werde dir zu dieser Folge einen Post machen mit einem passenden Bild. Ich hoffe wirklich, 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 dass es dir geholfen hat, dich und andere besser zu verstehen und dass du entschlossen bist, das in Angriff zu nehmen und in meine nächste Folge auch reinhörst, denn da möchte ich mit dir darüber sprechen, wie können wir lernen, mit der Angst zu leben, denn das Ziel ist nicht, angstbefreit zu sein, das Ziel ist nicht, die Angst nie zu spüren, weil man so mutig ist, so entschlossen, sondern das Ziel ist, mit der Angst zu leben, sie anzunehmen, sie einzuladen. Und dass sie dich aber nicht mehr abhält, deine Ziele zu erreichen, weil du einen ganz bewussten Umgang mit deinen Emotionen hast und in dem Kontext eben ganz bewusst mit der Angst. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du reinhörst und wenn wir uns hier oder dort sehen, hören oder voneinander lesen, wenn du mir einen Kommentar auf Instagram dalässt. Und ich wünsche mir, dass du jetzt einen super restlichen Tag hast und bis zum nächsten Mal. Deine Alissa.